Okay, ich bin bei einem Rückstand von unter 10 Sekunden. Ich bin ein bisschen aufgeregt. So nah war ich ja noch nie an der Spitze dran bei der Serie. Ja, herzlich willkommen zum letzten Video der Gruppe 1 Prototyp-Serie. Ich fahre auf einer Strecke Cirque de Saint-Croix, wie auch immer. Ich hatte Latein in der Schule, deswegen kann ich nicht wirklich Französisch aussprechen. Und das ist eine Strecke, die ich überhaupt nicht kenne. Oder ich würde jetzt mal mittlerweile sagen, kannte. Ich habe das letzte Video war ja die Streckenerfahrung bis zum Rundenangriff. Und jetzt bin ich nochmal so ein paar Kilometer mit dem Toyota gefahren auf der Strecke. Insgesamt 184 Kilometer bin ich auf dieser Strecke heute gefahren. Und ja, ich würde einfach mal sagen, ich gehe da mal rein. Ich bin sehr gespannt. Also ich kenne meine Rekordzeit, die war ungefähr bei einer 3:03. Wobei das natürlich noch bei weitem nicht im Grenzbereich war. Es war echt noch viel, viel Potenzial. Aber das ist das, was ich ohne von der Strecke zu fliegen hinbekommen habe. Und deswegen schauen wir mal. Was haben wir so für Fahrzeuge dabei? Einige schnelle. Ich hätte ja auch noch ein bisschen, ich glaube bis 950, ein bisschen Spielraum hätte ich sogar noch in der Leistung. Aber ich möchte Dritter werden. Sehr gut. Bin 20 und rein geht's ins Rennen. Ich bin gespannt, ob ich diesmal hinterherkomme. Wie das Ganze so aussieht. Ja, ich muss ja nicht gleich den Jungs ins Auto fahren. Das ist ja auch überhaupt nicht notwendig. Aber hier auf der langen Geraden. Mein Rückstand sieht jetzt erstmal gar nicht so schlecht aus. Der war bei den letzten Rennen immer deutlich weniger. Boah. Ja. Oh. Aber bremsen muss ich trotzdem, ne? Habe ich völlig vergessen, die Strecke zu fahren. Naja. So, jetzt muss ich mich noch ein bisschen konzentrieren. So. Das sieht ja erstmal gar nicht so aus. Was macht ihr denn hier? Gar nicht so schlecht aus, würde ich sagen. Also ich glaube, ich bin gar nicht so langsam auf der Strecke. Also 13 Sekunden Rückstand ist ja... erstmal ganz okay dafür, dass ich von ganz hinten starte. Das ist natürlich nicht so super direkt vor der langen Geraden. Statt jetzt da mir im Windschatten ein bisschen was zu holen, habe ich eher Rückstand. Aber gut, selber schuld, wenn man so in die Kurve reinfährt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die hier die Kurvenkombinationen fahren. Okay, ich bin hier jetzt erstmal gar nicht so unzufrieden mit meiner bisherigen Performance.
mit 308 gefahren. 303 ist machbar. Also, ja. Platz 7. Ein bisschen konzentrieren, dass ich den Streckenverlauf wieder im Kopf habe. Denn die Strecke ist halt auch relativ lang. Okay, ich bin bei einem Rückstand von unter 10 Sekunden. Ich bin ein bisschen aufgeregt. So nah war ich ja noch nie an der Spitze dran bei der Serie. Okay, kann ich mich ansaugen ein bisschen? Oh, die sind auch flott da vorne. Eher nicht so. Haben die vielleicht auch den Flügel ein bisschen anders aufgestellt? Ist meine Stärke wohl, sind wohl die Kurven. Boah, das ziehen die weg. Ja, die haben den Flügel flach. Das ist halt schon mal was anderes. Aber gut, dann. Aber. Direkt hier Platz 3 schnappen. So ist es. Aber die Spitze ist mir jetzt gerade ein bisschen weit weg da vorne. So, dafür habe ich nach hinten fast 4 Sekunden. Das ist auch richtig gut. So, beobachten wir das Ganze mal.
entscheidend ist ja der Abstand zu Platz 3. Zu Platz 4. Also den, um wirklich sicher zu sein, müsste ich den vor mir schaffen, ne? Sieht aber echt gut aus. Okay, ich führe das Rennen an. Das kam mir in dieser Gruppe 1-Serie auch noch nicht so oft vor. Ich denke, noch eine Runde ist auf jeden Fall machbar. Die Frage ist, ob es notwendig ist. Ich fahre rein. Rennen weich. Vier Runden habe ich. Natürlich wieder richtig klasse, wenn ich da so vorne reingezogen bin. Das sollte aber trotzdem für Platz 3 reichen. Das ist halt einfach, das ist ein Anfängerfehler.
Das kommt jetzt hier. Das wird lange sein. 3 Sekunden ist echt viel. Ein bisschen blockiert. Ja, was soll ich sagen? Ich fühle mich jetzt irgendwie gerade... nicht ganz so safe. Sieht's aus. Okay, ich bin Platz 4, aber also Wong geht ganz sicher, noch in die Box. Aber jetzt erst. Die krieg ich einfach nicht hin, die Kurve. Krieg ich. Oh, kommen die da beide vorne raus? Oh Mann. Und ich habe jetzt noch 2 Runden. Das wird ja lustig. Dann sieht man mal was etwas schlechteres Fahren und die Strafe dann zu tun. Und die mussten einen kürzeren Stopp machen, weil die weniger auftanken mussten.
Das heißt, ich muss den schon noch irgendwie kriegen. Den Wong. Jetzt bin ich doch dran. Also ich habe jetzt nichts veranstaltet. Bleib nur auf der Seite. Jetzt kommt er wieder vorbeigeschossen. Oh, der Bischof ist in die Box. Aber trotzdem würde ich gern Platz 2 schaffen. Dazu muss ich natürlich echt vor ihm sein, bevor ich meine Strafe bekomme. So ein bisschen meine Reifen zerstört, habe ich das Gefühl. Durch meine Strafe bekomme ich den nicht mehr. Aber es macht doch nichts. Ich werde ja Dritter.
Was veranstalte ich denn da? Ja, also ein bisschen besser gefahren, keine Strafe, ist hier definitiv Platz 1 drin, definitiv. Das hätte ich am Anfang nicht erwartet, bei der Streckenerfahrung. So, was habe ich denn jetzt da eigentlich erreicht? Habe ich irgendwas gewonnen? Den Pokal habe ich gewonnen, ne? Gehen zurück ins Café, sagt er mir auf jeden Fall. Haben wir das jetzt auch endlich mal abgeschlossen? Entschuldigung. Tja, dann hat er ein Ticket für mich. Ein 6-Sterne-Roulette-Ticket. Okay. So, 43, 44, 45, 46, 47. Ja, da fehlen noch welche, aber... Da kann man schon wieder was machen. Gruppe 1 Prototypenserie ist vorbei. Würde ich sagen, holen wir uns dann nochmal das Roulette-Ticket. 6-Sterne-Roulette-Ticket. Und los geht's. Sehr schön. Ford GT Race Car von 2018. Das finde ich richtig gut. Gruppe 3. Sehr schön. Das gibt wahrscheinlich auch wieder ordentlich Punkte. Ah, 1000. Nicht so schlecht. Ja, ich würde sagen, das war... Muss ich jetzt nochmal nachgucken. Menübuch 42, das dritte Rennen in der Gruppe 1 Prototypen-Serie. Und ja, alles klar. Das war's. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.